Heute mache ich Schnitzel mit Kartoffelpüree, dazu Zwiebelschmelze und der Krautsalat. Die Schnitzel, die sind aus der Oberschale. Heute sind es jetzt Schweineschnitzel, aber das ist egal, ob man Putenschnitzel nimmt oder Kalbschnitzel. Die klopfe ich immer, damit die Struktur feiner wird und die Schnitzel sich nicht wölben. Und dann werden sie gesalzen und gepfeffert. Der Pfeffer steckt mir aber noch in der Nase, das hört man auch. Dann werde ich sie jetzt panieren. Und zwar habe ich hier Dinkeldunstmehl. Das ist so ein feines, rieseliges Streumehl. Das ist wirklich sehr, sehr gut geeignet für so etwas. Dann habe ich Eier, Salz, Pfeffer. Und hier habe ich etwas Paniermehl. Semmelbrösel, sogar selbstgemachte, dann habe ich Maismehl und zerkleinerte Cornflakes. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen Salz noch mit hineingegeben. Nicht viel, aber etwas. Und zuerst lege ich den Schnitzel in den Dinkeldunst, drücke das an und wälze es, sodass jede Seite gut bedeckt ist. Dann kommt es her in die Eimasse, sodass auch alles benetzt ist. Und zum Schluss in die Panade. Und so werde ich sie der Reihe nach panieren, auf ein Tablett geben. Und nachher werden sie in einer großen Elektropfanne bei mir ausgebacken in reichlich neutralem Pflanzenöl. Man kann es auch in Butterschmalz machen, aber ich mache es immer mit neutralem Pflanzenöl. Meistens ist es ein gutes Rapsöl. Und wenn das dann geschehen ist, dann sind die Schnitzel fertig. In der Zwischenzeit koche ich dann auch Kartoffelpüree und schon hat man ein ganz leckeres Essen. Noch ein kurzer Tipp: Wenn man altes Brot hat, dann kann man Brotwürfel schneiden und in einer Pfanne Croton anrösten und diese Croton etwas zerkleinern und die in die Empanade geben. Dann schmeckt es noch besser. Also statt Cornflakes kann man das super gut machen mit Brotresten, mit Brotcroton. Die Schnitzel sind jetzt alle paniert. Und ich rechne immer fast ein Ei pro Schnitzel, also ein Dreiviertel Ei. Ich habe jetzt hier 15 Schnitzel und habe genau 10 Eier und dies ist der Rest. Diesen Rest, den verwerte ich, ich schütte alles zusammen und mache so einen Mehlkloß und brate ihn auch wie ein Schnitzel an. Und dafür benötige ich noch dieses Ei. Auch die Kartoffeln kochen für Kartoffelpüree. Wichtig ist, dass man es mit Wasser die Kartoffelstückchen ansetzt und wenn das Wasser kocht, dann erst das Salz hineingibt. Und anfangs habe ich vergessen euch zu sagen, bevor ich mit dem Klopfen anfange, nehme ich ein Brett und gebe so Zewa-Küchenpapier drauf und drunter und Frischhaltefolie und eine Frischhaltefolie dann immer über das Fleisch, immer die gleiche, dann spritzt es mir nicht, das Brett bleibt sogar sauber und es klappert nicht in der Küche, weil von unten auch etwas Zewa-Papier unten ist, Küchenpapier. Und dann befreie ich das Brett von dem Ganzen und habe auch keinen so großen Lärm gemacht bei so vielen Schnitzelklopfen. Ich nehme diese
Schalen, die ich aus dem Baumarkt mal gekauft habe, weil sie sehr groß sind. Die Schnitzel sind meistens lang. Und die Edelstahl-Schnitzelschalen, die habe ich auch, aber die sind etwas kleiner und sind für mich nicht so praktisch wie diese großen. Nun gebe ich noch ein Ei mit hinein in die Masse und forme so einen Mehl-Ei-Panade-Kloß. Zum Schluss mache ich noch eine Zwiebelschmelze, das heißt, ich gebe neutrales Pflanzenöl in einen Topf und reichlich gewürfelte Zwiebeln und brate goldgelb an. Und dann gebe ich einen gehäuften Teelöffel vom Paprikapulver vom Edelsüß mit hinein. Mir schmeckt es so am besten. Man kann aber auch optional eine Soße vorbereiten. Die Zwiebeln braten. Und nun mache ich einen Kartoffelstampf aus den Salzkartoffeln. Da habe ich Muskatnuss jetzt reingegeben und werde noch ein Stück Butter und Milch hineingeben und werde einen leckeren Kartoffelstampf machen. Man könnte auch noch klein gehackte Petersilie mit hineingeben. Ich lasse es aber weg, da die Kinder es lieber so einfach mögen. Ich habe mir 700 Gramm Salzkartoffeln rausgenommen, die habe ich mitgekocht, damit ich morgen Zwetschgenknödel davon machen kann. Und dann habe ich die Arbeit mit einem Wisch getan. Kartoffelstampf ist fertig. Und die Zwiebelschmelze ist auch fertig. Da gebe ich jetzt edelsüßen Paprika, so ein Pulver mit hinein und dann rühre ich es um und schon habe ich die fertige Schmelze, die ich anrichte auf den Teller, auf den Kartoffelstampf. So werden die Schnitzel heute bei mir serviert. Ein leckerer Kartoffelstampf aus mehlig kochenden Kartoffeln mit einer Zwiebelschmelze und natürlich ganz leckere Schnitzel und der Krautsaladen frischen. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch gutes Gelingen, falls ihr dieses Gericht nachkocht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.